Ich grüße euch, hallo. Ja, Dienstag, der 8. August. Wie spät haben wir es? 15.05 Uhr. Aus gegebenen Anlass jetzt nochmal live. ZDF war gut, alle Meinung ist besser. Ja, was war denn gut beim ZDF? ZDF war gut, das Sommerinterview mit Tino Chrupalla am vergangenen Sonntag um 19.10 Uhr bis 19.30 Uhr. Die Fragen waren für ZDF-Verhältnisse relativ fair. Die Diffamierungen hielten sich in Grenzen. Nun war ja der Parteitag, dort haben wir von Europa gehört, was alles nicht sein soll. Und Europäische Union in dieser Form hat versagt. Dann der Höhenflug der AfD wird überall beäugt und niedergemacht. Warum und weshalb das so ist, die Probleme des Landes werden nicht gelöst. Ja, und darüber unterhalten wir uns mit keinem Geringeren wie mit Tino Chrupalla, den Co-Vorsitzenden der AfD. Und zwar morgen am Mittwoch, den 9. August, beginnend um 6.30 Uhr. Wir werden ihm alle Fragen stellen zu Europa, wie der Parteitag war und wie denn die Lösungen für dieses Land ausschauen. Morgen früh um 6.30 Uhr. Am kommenden Sonntag wird es eine Sendung geben mit dem finanzpolitischen Sprecher der AfD, Kai Gottschalk. Ein Mann, den ich sehr schätze. Es wird ein bewegendes Interview sein. Kai Gottschalk war 20 Jahre mit einem Mann zusammengelebt. 4 Jahre war Kai Gottschalk mit dem Mann verheiratet. Der Mann ist im März verstorben. Kai Gottschalk hat es nicht genutzt, um irgendwelche parteipolitischen Nutzen daraus zu ziehen. Was ich hoch anerkennenswert finde, auch unser Team. Kai Gottschalk hat es in einer kurzen Rede im Bundestag erwähnt. Und alle Fraktionen im Bundestag haben ihre Anteilnahme bekundet. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, da herrscht noch Menschlichkeit vor. Und das wird auch unsere Devise sein. Lasst uns normal miteinander umgehen, auch dem politischen Gegner. Und das würde ich mir von allen anderen Parteien auch wünschen. Respektiert die AfD, respektiert, dass es Menschen sind, die eine Meinung haben und die letztlich Gutes für unser Land wollen. Und das werden wir unter Beweis stellen. Also Kai Gottschalk dann am Sonntag. Es werden viele interessante Interviews folgen. Ja, und jetzt läuft ja die Sendung so, wie es mit unserem Bürgergeld ausschaut. Das ist eine sachliche Betrachtung. Wir wollen niemanden diffamieren. Wir wissen Menschen, denen geht es nicht gut. Aber wir wissen auch, es gibt sehr viele Menschen, die unser Sozialsystem ausnutzen. Ich hoffe, die Sonne scheint auch bei euch. Jetzt haben wir ja wieder Temperaturen, die sich aushalten lassen. Morgen früh um 6.30 Uhr sprechen wir mit Tino Chrupalla, dem Co-Vorsitzenden der AfD. Ich wünsche euch im Namen von Hallo Meinung, im Namen von mir und vom gesamten Team einen schönen Dienstagnachmittag und lasst es euch gut gehen und bleibt uns treu. Und danke für die Unterstützung und eure vielen tollen Kommentare. Danke, tschüss.